Was ist denn jetzt so toll an dem Bedini-Schulmädchen-Motor? Um die Frage jetzt endlich ein für alle Mal zu beantworten, folgendes dazu. Das hier ist so ein Schulmädchenmotor. Der ist jetzt vom Thomas Autark Ladegeräte. Ja, findet er, wenn er auf www.horn.cc geht. Und den Bedini-Motor, den hat er mir geschenkt. Weil nämlich der Schreiner, der den gemacht hat, der hat die Scheibe hier etwas unwuchtig gemacht. Ne? Den konnte Thomas nicht verkaufen. Und da er aber wusste, dass ich so ein bisschen nichts dagegen habe, wenn es ein bisschen eiert, hat er mir den mitgebracht. Ist normalerweise für 9-Volt-Blocks ausgelegt. Ne, hier ist meine 12-Volt-Batterie, die ich dran habe. Der rennt eigentlich viel zu schnell. Aber für das, was wir hier zeigen wollen, geht's super. Die Originalgeschichte war ja angeblich so gewesen, dass in den Ende der 80er Jahre ein Mädchen in einem, für ihren Physikunterricht ein Projekt brauchte. Und der Vater von dem Mädchen, der kannte da wohl irgendwie John Bedini, und über ihn hat er dann die Anleitung von diesem Schulmädchenmotor hier bekommen. Ne, einfach nur eine Spule mit zwei Drähten draufgewickelt, ne, sodass man zweimal Anfang, zweimal Ende hat. Und hier oben, da sind überall Magneten eingebaut, die alle in eine Richtung gucken sozusagen. Ne, und guckt immer der Nordpol an oder immer der Südpol. Ich weiß nicht genau, wie die hier gepolt sind. Und dann haben die Lehrer eine 9-Volt-Batterie genommen, haben den Strom gemessen, der jetzt hier praktisch angezeigt wird. Die Volt gemessen von der Batterie und haben dann berechnet, wie lang der Motor laufen müsste. Ich kenne jetzt nicht die genauen Daten, aber so was ich mir habe hören sagen lassen, war so gewesen, dass die wohl ein paar Stunden ausgerechnet haben. Und im Endeffekt ist der Bedini-Motor dann eine Woche lang gelaufen. Zwar nicht eine Woche lang nonstop, sondern jeden Tag mal ein paar Stunden eingelaufen, aber trotzdem exorbitant länger als vorher berechnet worden ist, was als Quelle von der Batterie geliefert werden kann und was hier in Strom umgesetzt wird, also, oder besser gesagt, was sie hier gemessen haben und ja, wie lange das dann gelaufen ist. Genauso wie bei mir ist dann dort auch noch eine kleine LED betrieben worden. Bei mir sind es jetzt hier 5 LEDs, die gerade noch leuchten. Und so rödelt es jetzt vor sich hin. Ich habe das jetzt hier mal nachgestellt, allerdings nicht mit einem 9-Volt-Block, sondern mit einer 7,2 Ampere-Stunden Allowance-Zelle. Und wir machen jetzt mal eine kleine Berechnung. Wir sehen hier, dass er, na, gehen wir mal mit 30 mA ran, dass er 30 mA zieht. Ist eine 12-Volt-Batterie, also können wir 30 mA mal 12 Volt rechnen. Aber wir wollen ja wissen, wie lang es geht, also brauchen wir hier die Amperestunden. Hier steht drauf 7,2 Amperestunden. So, das sind 7200 Milliamperestunden. Und wenn wir das jetzt durch 30 mA rechnen, kommen wir hier auf 240 Stunden Betrieb. Also 240 Stunden müsste das Ding jetzt durchlaufen, wenn die Batterie richtig voll geladen ist. So, jetzt sind wir bei, was sagt denn hier? Das sind irgendwas um die 11 Volt, ne? Ein bisschen mehr als 11 Volt. 11,2, 11,3 Volt vielleicht ungefähr. 30 mA zieht er noch. Und das Ding ist jetzt schon 240 Tage lang gelaufen. Ja? So, jetzt, na gut, das werden die Elektroniker von euch bestimmt rauskriegen, warum. Ja, vor allem die Kleinkarierten, wo hier der Fehler liegt im Detail. Na, jetzt gibt es welche, die sagen, ah, na gut, hier wird ja nur der Mittelwert gemessen, ne? Vielleicht zieht er ja viel, viel weniger. Wirklich, im Endeffekt. Ne, wenn das so sein sollte, dann fragt man sich aber trotzdem, wieso die LEDs hier leuchten. Und die Dinger kann man ja auch als Lüfter basteln. Ne, wenn dann hier Lüfterräder dran wären, würde er hier auch noch einen ordentlichen mechanischen Output bringen.
Na, da geht die Rechnung dann eigentlich nicht auf, wenn dann hier im Mittel weniger gezogen werden müsste. Die andere Seite ist, ne, wir haben da auch Versuche gemacht, wo exorbitante mechanische Leistungen dann hier abgegeben wurden und trotzdem noch eine elektrische, die sich sehen lassen konnte. Und da wurde dann gesagt, naja, der Mittelwert, der wäre zu gering. In Wirklichkeit würde der viel mehr ziehen in den Spitzen. Ne? Ich meine, der Draht hier, das ist schon, was heißt ziemlich dicker Draht, aber 0,30er Draht ist es schon. Da kannst du schon 2, 3, 4, 5 Ampere durchschicken, ungefähr. Und wenn er jedes Mal die Batterie hier draufschaltet, kann es durchaus sein, dass die Strompulse, die hier reingehen, so um die... ja, viel, viel mehr sind als hier die 30 mA. Ja, aber trotzdem, ja, rum wie numm, wie man sieht, irgendwo fehlt was. Irgendwo fehlt was für den Betrieb. Vielleicht liegt es auch an der Allowance-Zelle, wer weiß. Ne? Also mit einer normalen Bleisäure-Batterie habe ich den Test noch nie gemacht. Es ist jetzt hier eine kaputte Bleigel-Batterie gewesen, wo ich normales Kalium-Allowance reingefüllt habe und wie folgt regeneriert habe. Das ist die Regenerierungsstation. Hier ist ein stinknormaler Akku-Erfrischer dran, allerdings mit einem, naja gut, 200 Mikrofarad hat der Kondi schon, aber ein sehr, sehr kleiner Kondi, ne, der kann 800 mA schalten oder sowas. Also die Kurzschlüsse, die hier drauf gegeben werden, die sind nicht gerade sehr groß. Und dann hängt das Ding hier einfach an einem Solarpanel. An einem, wie viel Watt hat denn das eigentlich? 6 Watt Solarpanel. Abends kommt hier mal ein bisschen direkte Sonne drauf, also ist nicht den ganzen Tag direkt in der Sonne. Ja, und so hing diese Allowance-Batterie, die ihr gerade am Bedini gesehen habt, ein halbes Jahr hier dran. Ne, will ich mal sagen. Ja. Ja. So, ich hoffe, ich konnte euch jetzt halbwegs vermitteln, was jetzt ich persönlich so toll an dem Bedini-Schulmädchenmotor finde. Ja, und ich hoffe, mit dem Video viele, viele kommenden Fragen, was denn an dem Bedini-Motor so toll ist, benutzen zu können. Also das Video als Antwort nehmen zu können. Wenn euch interessiert, was das Ding hier jetzt ist, mein Bedini-Motor, den habe ich jetzt als Zeitschaltuhr umgebaut, nur noch mal jetzt so kurz am Ende. Und wollte es eigentlich so machen, weil ich ja auch eine kleine Aquaponics-Anlage habe, ne, dass es früh am Tag einschaltet und dann abends am Tag ausschaltet, habe die geniale Idee gehabt, einen kleinen Wecker so zu konzipieren, dass auf dem Stundenzeiger ein kleiner Magnet, hier unten seht ihr, ne, ein kleiner Magnet drauf ist und jetzt fährt der Magnet hier immer über die Read-Switches nach und nach, und nachdem ich es fertig gebaut habe und anschalten wollte, habe ich mitbekommen, scheiße. Unsere Uhren haben ja 12 Stunden. Also kann ich jetzt alle 6 Stunden mal ein- und alle 6 Stunden mal ausschalten, mal gucken, was ich damit mache. Ansonsten müsste ich hier eine 24-Stunden-Uhr reinbauen. Ich wollte halt irgendwas haben, was EMP-sicher ist. Ne? Eine EMP-sichere Zeitschaltuhr sozusagen. Gleichstrom-Zeitschaltuhr. Na, mal gucken, was da am Ende noch bei rumkommt. Mit der Bedini-Schaltung hat man eine riesen Spielwiese. Ihr könnt einmal im Attraction-Mode die Magneten anordnen, einmal im Repulsion-Mode. Dann hier unten drunter gibt es nochmal das Video, wo es erklärt wird, was ist. Dann könnt ihr PNP-Transistoren benutzen oder NPN-Transistoren. Bei beiden ist es so, dass es ist kurzschlussfest. Ne? In dem Moment, wo er praktisch den Strom in die Spulen reinzieht, hat er die Last nicht drauf geschalten. Erst wenn er dann schaltet, hat er den Eingang weggeschalten und schaltet alles auf die Last drauf. Ne? Das ist auch so eine kleine schöne Besonderheit. Die PNP und NPN Transistoren haben ja von ihrem Aufbau, sind sie eigentlich komplett verschieden. Und nach meinen Recherchen her ist es wohl so, dass so die was heißt östliche Welt, ne? Ich glaube, so in Russland sind hauptsächlich PNP-Transistoren benutzt worden und in der westlichen Welt eher NPN-Transistoren. Ich weiß nicht, ob die Kombination von beidem, es funktioniert auf alle Fälle. Ja, da kriegt man auch übelste Hochvoltspannung raus, jetzt in Verbindung mit dem Hans im Glück Bedini zum Beispiel. Da gibt es dann auch nochmal einen Link unten drunter. Ja, mal gucken, was euch so noch dazu einfällt, aber
Mir hat das jetzt erstmal schon ganz schön gereicht und ich habe nach Jahren immer noch einen Haufen zu tun, habe immer noch neue Sachen, die mir im Kopf rumschwirren, die ich immer noch nicht ausprobiert habe, wo ich wissen möchte, wie es sich verhält. So, entschuldigt bitte das Chaos, aber es ist Frühling, es gibt zu tun ohne Ende. Es wird dann schon wieder besser aussehen, aber darum geht es jetzt gar nicht. Es geht um Bedini und was mich auch verblüfft hat, sind die Ausführungen vom Rick Friedrich über das Bedini-Prinzip. Na, er kam da an mit verschiedenen Zitaten aus der Bibel, wo darüber geredet worden ist, dass die Energie, die man zu viel hat, nicht braucht, so effektiv weitergeben soll, wie es geht. Oder überhaupt das, was man zu viel hat, weitergibt. Ne, hier beim Bedini geht das so, ich schätze mal so 30-40% ungefähr, an der Energie, die er hier in Drehzahl nicht umsetzen kann, die bringt er elektrisch auf alle Fälle raus. Ne? Und wenn wir so unsere Maschinen konzipieren können, dass die Ströme, die durch Freilaufdioden oder was weiß ich vernichtet werden, dass man die einfach weiterschaukeln lässt, ne? Zum nächsten Verbraucher und weiter und weiter und weiter, ja, dann kriegt man mit einer Stromquelle viel mehr betrieben als bisher, möchte ich mal sagen. Ne? Hier ist es jetzt zum Beispiel so, 18 Volt Akku dran, es ist eine 8 Watt Pflanzenlichtlampe und ja, normaler Hans im Glück Bedini. Nur ein bisschen anwerfen, ihr seht schon, die flackert ziemlich, ne? Also die 8 Watt, die werden hier definitiv nicht geliefert, aber der zieht auch am Eingang nur seine 18 Volt bei 200 mA. Ja, wenn wir das jetzt so hochrechnen, auf wie viel komme ich da? Haben wir auch noch ein bisschen Drehzahl und hier werden Generatorspulen noch mit Strom versorgt, wo ich hier an Output auch noch was anschließen könnte. Ja, das nächste Projekt, das wächst jetzt so langsam. Ja, und das habe ich auch schon ziemlich interessant gefunden, ne? Dass da auch in der Bibel oder bestimmt auch in vielen anderen Urreligionen, ne, da davon die Rede ist, dass man das, was man zu viel hat, weitergeben soll. Haha, halt, ein was ganz Wichtiges noch vergessen. Neueinsteiger werden jetzt sagen, ja toll, deine Batterie ist bei 11,2 Volt, die ist leer. Trottel. Fast. Die Kennlinien. Bei der Bleisäure habt ihr vollkommen recht. Ne? So bei 12,8 und 12 Volt hat sie ihre normale Spannung und wenn es dann weitergeht von der Zeit her, geht es rapide runter auf 0 Volt. So, die Kennlinien von den Kali-Alauen-Batterien, die sehen jetzt aber so aus. Ne? Die gehen hier so stufenmäßig nach unten immer weiter und unten kriegst du gar nicht tot. Ne? Da kannst du monatelang im Kurzschluss lassen. Wenn du den Kurzschluss wieder aufmachst, hast du wieder Spannung. Und wir sind da jetzt gerade bei hier ungefähr. Ne? Also diese Leistung hier oben ist jetzt in den 240 Tagen rausgezogen worden und nach meinen bisherigen Testergebnissen von Alauen-Batterien müsste eigentlich noch so viel in der Batterie drin sein. Gott. Itza aber. Ahoi.